Hallo und herzlich willkommen zu diesem Schreibgestöber. Da bin ich wieder. Nachdem das letzte glorreich ausgefallen ist, weil ich erst keine Stimme hatte und mit einer Kehlekopfentzündung flach lag und ein paar Tage später ich einfach übelst Fieber gekriegt habe, weil mich diese aktuelle Grippewelle volle Breitseite erwischt hat. Also ich hatte echt lange, 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 lange keine Grippe mehr. Und war halt auch nicht gegen geimpft, obwohl ich es vorhatte, es aber zeitlich nicht mehr geschafft hatte. Hätte ich mal tun sollen. Weil das, was da. Hui! Also 4 Tage Fieber alleine zu Hause ist schon echt ungeil. Ich habe mir aber ein paar Sachen aufgeschrieben gehabt, im zwischendurch, die ich euch mitteilen wollte. War ja am 15. ausgefallen ist, weil ich klinisch tot war gefühlt. Ja, also. Wie man sieht, ich bin gerade nicht wieder zu Hause, ich bin unten bei Margot. Ich habe ein Überarbeitungsheft von Geheimmutter Hexe mit. In der Hoffnung, dass ich hier dazu komme, ein bisschen zu überarbeiten. Aber ich bin halt auch ganz normal am Arbeiten innerhalb der Woche, weswegen das gerade ein bisschen schwer ist. Heute ist der erste, heute habe ich Urlaub mir genommen, weil Margot Geburtstag hat. Und deswegen habe ich gerade ein bisschen Zeit, jetzt bin ich gerade mit dem Hund draußen. So, was ist denn so passiert die letzten Wochen, außer dass ich krank war? Ich bin, Sekunde. Wir wollen ja hier, ne, richtigkeitshalber. So, ich bin am 11.02. nach Hause gefahren, was ja kein Problem war, weil mit einer Kehlkopfentzündung darfst du ja Bahn fahren. Du darfst ja nur nicht die Fresse aufreißen, also darfst nicht reden. Und da auf dem Weg ist mir eine Idee gekommen. Und zwar habe ich ja das Projekt Mikoro, das ist ja mein Bromance-Projekt. Und mir ist eine Idee für den zweiten Teil eingefallen. Ja, super, noch eine Idee, noch ein Plot-Bunny, dankeschön. Das würde halt auch wieder so ein nerdige Romance werden. Und da habe ich so ein bisschen auf der Rückfahrt von hier nach Hause mir so ein, zwei Notizen dazu gemacht. Auch so ein, zwei Notizen schon mal zum Plot. Und bin mega gespannt, weil diese. Es werden halt so zwei nerdige Romance-Projekte. Ich bin immer noch nicht so überzeugt, ob ich das so auf die Kette kriege. Weil ich extrem schlecht in zwischenmenschlichen Konflikten bin. Weil ich mir halt jedes Mal denke, dass man mit Kommunikation echt alles klären kann. Und dass bei diesen Projekten, bei diesen Romance-Geschichten halt ganz viel mit Misskommunikation und Sachen werden verheimlicht und keine Ahnung. Es fällt mir halt schwer. Und was angekommen ist, was ich euch jetzt leider nicht zeigen kann, weil ich hier unten bin. Ich habe eine Euro-Kiste gekriegt. Letztes Jahr auf dem Buchhorn hatte ich ja meine Plastikkisten mit. Die sehr dünnen, die halt wirklich nur gut zum Einlagern waren. Und da hat mir Grummel aus Versehen eine Kiste den Deckel kaputt gehauen. Und seine Reaktion war: Du kriegst eine neue Euro-Kiste. Und ich so: Okay, nehme ich gerne, war eh geplant. Weil Euro-Kisten sind super geil, weil die haben sehr gerade Wände und nicht innen drin so eine Verschnörkelung, sondern wirklich ist das alles sehr gerade und man kann super Sachen drin lagern. Und halt auch dementsprechend für Messen verwenden. Und die Kiste ist angekommen, als ich. Also die Kiste kam an, als ich hier unten war. Und als ich dann oben angekommen bin, habe ich erstmal die Kiste holen müssen, weil die halt bei der Post war. Riesiges Teil. Zeige ich gerne im nächsten Vlog. Und das heißt, ich habe jetzt erstmal für Veranstaltungen bei mir in der Nähe erstmal eine gute Euro-Kiste, wo ich den ganzen Kram reinpacken kann, die ganzen Bücher. Jetzt bin ich aber gerade in Hessen, was daran liegt, dass nächste Woche in Stockstadt ja die Buchmesse Ried ist. Also mit nächste Woche meine ich 9. und 10. Auf Instagram werde ich da jetzt auch noch was posten zu. Mal so langsam. Der Krankenstand hat einfach so viel Chaos verursacht. Und deswegen werde ich. Da ist noch was die Tage zu posten. Ich habe mit Margot zusammen einen Stand und wir verkaufen dort unsere Bücher. Noch ein paar Zusatzsachen zu den Büchern. Halt so, was man so tut. Als schreibende Person und überhaupt. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie das wird. Ich werde die Kamera auf jeden Fall mitnehmen und mal gucken, ob ich was filme, weil, naja, sagen wir es mal so, hinter der Theke, also auf der anderen Seite der Veranstaltung, wenn du da viel sitzt und stehst den ganzen Tag, hast du halt gar nicht so viel Filmmaterial, weil du ja im Prinzip die ganze Zeit nur die Leute filmen kannst, die an deinem Stand vorbeigehen. Und das ist dann auch meistens etwas unhöflich. Ja, so, das waren aber halt die Sachen, die passiert sind. Es ist halt nicht viel passiert. Ich bin nach Hause gekommen, ich habe eine Kiste gekriegt. Und dann bin ich übelst krank geworden und habe einfach nichts mehr auf die Kette gekriegt. Und jetzt bin ich seit Montag wieder am Arbeiten gewesen bis Donnerstagmittag. Dann bin ich gestern halt hier runtergefahren. Ja,
Das war's, da war die Woche auch schon wieder um. Mega ätzend. Einfach weil krank ist gleich wirklich komplett RIP. Und es nervt mich halt so, weil die ganze Zeit irgendwelche Sachen kommen, die mir halt voll in alles reingrätschen. Es ist, als würde irgendwas davon abhalten wollen, dass ich endlich diesen zweiten Band fertig kriege. Der ist schon einmal überarbeitet. Ich müsste den jetzt einfach nur noch einmal überarbeiten. Also es hat zwar den Vorteil dadurch, dass ich jetzt so viel Abstand wieder vom Text gewonnen habe, das mit der Überarbeitung wieder neutraler vom Blick her, aber es ist halt unglaublich ätzend, weil ich jedes Mal nicht dazu komme, den Kram zu bearbeiten. Richtig, richtig kacke. So, ich glaube, der Hund kommt jetzt wieder. Ich glaube, ich gebe euch jetzt nochmal gleich kurz ein bisschen Doggy Cam. Ja, das war's nämlich auch schon wieder. Weil so viel ist halt nicht passiert, ne? Wenn du 2 Wochen krank bist, dann passiert halt nicht viel. Ja, so. Ich zeige euch jetzt was Süßes. Das ist flauschig. Bisschen älter. Da ist er. Der Django. Ja, nee, runter vom Tisch mit der Nase. Da ist das Flausch. Weil ich nichts zu fressen hier habe, ist er wieder abgedampft. Gut. So, ich gehe jetzt Hund kuscheln. Bis bald. Hallo zu diesem Schreckgestöber. Da bin ich wieder. Die Buchmesse-Riet ist vorbei. Ich bin mittlerweile schon wieder eine Woche zu Hause gewesen. Ja. So viel ist mal wieder nicht. Also, Buchmesse-Riet war cool. Es war eine spannende und interessante Erfahrung. Auch wenn es verkaufstechnisch noch nicht ganz so gut lief. Aber die Fantasy-Abteilung war wohl dieses Jahr auch das erste Mal so groß wie noch nie, weswegen die Leute so ein bisschen wahrscheinlich irritiert waren. Also es kommt halt auch immer drauf an, die Zielgruppe war halt nicht sehr fantasy-lastig. Da wären wahrscheinlich Krimi- und Thriller-Autoren besser weggekommen. Aber man muss es halt probieren. Jede Messe ist aufs Neue ein Münzwurf, ob es was wird oder nicht. Das kannst du im Vorfeld nie sagen. Es kann sein, dass du in einem einen Jahr auf der einen Messe super viel verkaufst, im nächsten Jahr aber nicht oder halt umgekehrt. Du verkaufst das erste Mal auf der Messe so gut wie gar nichts und wenn du das Jahr danach wieder da bist, verkaufst du halt einfach dir den ganzen Stand leer. Das ist halt auf jeden Fall schon eine sehr, sehr spannende Sache und es war wieder eine Erfahrung wert. Wir haben festgestellt, auch auf einer Messe funktionieren Mago und ich sehr gut. Und unsere Equipment, was wir uns im Vorfeld geholt hatten, war eine super Idee und war super gut. Wir haben das Kartenzahlungsgerät geholt und alles und das hat einfach super funktioniert. Und das war halt richtig gut und war richtig begeisternd. Jetzt bin ich schon in der Vorbereitung für die Leipziger Buchmesse und bin da gerade noch. Ich muss noch für Raju eine Jacke umnähen, weil die kaputt so scheiße ist. Und bin da entsprechend noch, muss ich nachher noch machen. Hab das schon abgeschnitten, umgelegt und alles. Das muss ich jetzt nur noch nähen. Ich bin gerade im Stream online, um diese ganzen Coworking-Sachen hier mal auf Vordermann zu bringen und die ganzen Videos endlich auf Vordermann zu bringen, weil ich den Vlog ja auch noch habe und da halt auch schon lange nichts mehr gepostet hatte. Auch aufgrund der Grippesituation oder der Erkältungs-Influencer-whatsoever. Krankheitssituation auf jeden Fall. Und jetzt ist meine Wohnung in ein pures Chaos gestürzt, weil ich von der letzten Sache, von der letzten Buchmesse halt hier noch den Koffer stehen habe, da auch noch Sachen drin haben. Da bleiben auch Sachen einfach drin, weil ich sie runter mit nach Leipzig nehmen kann. Und Leipzig geht jetzt halt schon am Dienstag los. Also beziehungsweise ich habe noch bis Dienstag Arbeit, am Mittwoch geht es dann nach Leipzig. Das geht jetzt wieder Schlag auf Schlag. Und der einzige Grund, warum ich den Vlog vergessen habe, ist, dass ich am Freitag eine Stunde eher Feierabend gemacht habe, weil meine Mutter ihren 60. Geburtstag gefeiert habe. Und mir ist dann heute Morgen so eingefallen, verdammt, das Schreibgestöber nicht zu Ende aufgenommen. Ja. Was habe ich sonst schreibt? Also ich war halt auf einer Buchmesse und habe versucht, mein Buch an den Menschen zu bringen. Es kann sein, dass einige E-Book-Verkäufe gekommen, also funktioniert haben, weil ich extra ein Schild immer habe von wegen, ey, hier gibt es auch als E-Book, ist cool. Das ist halt immer von Vorteil. Das sind aber so Sachen, die ich nach der Messe halt nicht messen kann. Ob da jetzt jemand das E-Book gekauft hat oder nicht, das kannst du halt nicht so genau einschätzen. Würde mich aber freuen. Ansonsten habe ich nicht viel gemacht. Also aktuell schwirrt mein Hirn. Ich muss Band 2 immer noch überarbeiten. Ja, ich weiß, das hast du immer noch nicht gemacht. Bababa. Ja, wenn ich krank bin, geht's nicht. Und wenn ich danach erstmal wieder aufräumen muss, ist es halt auch schwer. Weil ich muss mich da wirklich konzentriert für mehrere Stunden dran setzen. Und vor der Leipziger Buchmesse ist es jetzt auch wieder so eine Sache, wird es jetzt halt auch wieder schwer, ne? Weil
Es ist vor der Leipziger Buchmesse. Ich habe jetzt noch 2 Tage Zeit, um hier irgendwie Zeugs zu machen. Und dann bin ich schon unterwegs. Ich werde auf jeden Fall alles mitnehmen. Also Laptop, Notizblock und alles mit runternehmen. Wenn ich unten Zeit, Lust, Ruhe und Motivation finde. Aber ich habe das dumpfe Gefühl, ich werde am Samstag so einen kompletten Overload haben, dass ich nichts auf die Kette kriege. Ja. Ansonsten habe ich einen Pseudo-Vlog fertig gemacht. Der Buchmesseriezeit, es ist halt wirklich Pseudo und nicht viel. Ich habe echt nicht viel gefilmt. Ich war so durch. Und den werde ich jetzt euch noch die Tage zur Verfügung stellen. Den normalen Vlog, der kommt jetzt auch bald. Ansonsten war es das im Prinzip mit diesem Schreibgestöber. Ich bin wieder zu Hause, ich hatte eine Buchmesse. Ich arbeite daran, dass meine Projekte, also ich mache aktuell noch nebenher sowas wie eine Projektplanung. Was, wie, wo und überhaupt, wo ich euch halt nicht mit reinziehen kann. Also ich kann euch das noch nicht zeigen. Aber ich versuche halt gerade wirklich rauszukristallisieren, welchen Projekten gebe ich eine gute Chance, dass sie halt echt gut werden und dass sie halt auch bei Verlagen ankommen könnten. Und gleichzeitig versuche ich halt zu gucken, was halt am besten passt, wo ich am meisten Energie reinstecke, welches Projekt auch schon am weitesten ist, damit ich halt nicht noch irgendwie 3 Jahre plotten muss oder solche Geschichten. Und das ist eine Sache, die ich halt gerade noch nebenher mache. Weil, ja klar, die Hopda-Reihe ist halt mein Baby, das landet dann halt bei mir im Self-Publishing. Aber ich würde halt gerne über Richtung Hybrid-Autorin gehen und würde halt auch gerne noch andere Sachen veröffentlichen über Verlage. Und da bedarf es halt entsprechend einer guten Planung. Ja. Deswegen mal schauen. Als nächstes kommt auf jeden Fall Leipzig. Das wird wahrscheinlich dann der Messebericht. Hier wird wahrscheinlich dann der nächste Vlog sein. Und ich würde mal sagen, ich wünsche euch noch einen spannenden Tag. Viel Spaß euch noch soweit und wir sehen uns im nächsten Schreibgestöber. Bis dahin. Tschüss.